Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, insbesondere Frau Dr. Wulf-Mathies, die hier als Repräsentantin der Post-World-Net, wie das Ding heißt, früher einfach Post, aber auch als Mitglied des Hochschulrats, das darf man an dieser Stelle, glaube ich, sagen, wobei Sie ja nicht in dieser Funktion jetzt da sind, sondern durchaus in der anderen. Ich möchte aber auch Herrn Dr. Wickel begrüßen, der hier mit dahinter steht, dass wir diese Veranstaltung durchführen können. Ich begrüße selbstverständlich die Referentinnen und den Referenten aus der Post-World-Net und natürlich Sie, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich möchte eine Frage an den Beginn stellen. Was wird aus einem promovierten Theologen, dessen Lebensziel nicht die Kanzel ist? Wird er in einem Verlag esoterischer Literatur tätig sein oder als Betreuer in einer Vollzugsanstalt? Eine mögliche Antwort werde ich ganz zum Schluss zu geben versuchen. Man könnte fast meinen, dass der Titel der heutigen Veranstaltung, also Perspektive Wirtschaft, vielleicht mit dem Fragezeichen versehen werden müsste. Hat die Wirtschaft Perspektiven im Moment? Sie kennen die Diskussionen. Ich gehe mal davon aus, dass ja. Und wir werden das sicher in dieser Weise auch bestätigt bekommen. In Bezug auf das eigentliche Thema, nämlich auf die Arbeitsmöglichkeiten, insbesondere der Geistes- und ich würde vielleicht noch weiter sagen, der Buchwissenschaften in der Wirtschaft, besteht dieses Fragezeichen hier in Deutschland schon sehr lange. Anders als in Staaten wie etwa den USA oder auch in Großbritannien, wo es nicht weiter bemerkenswert ist, wenn ein Absolvent oder eine Absolventin etwa der Sprachwissenschaften im Management einer Bank zu arbeiten beginnt, tun sich in Deutschland die Absolventinnen und Absolventen der Geisteswissenschaften nach wie vor ausgesprochen schwer. Überhaupt als potenzielle Arbeitnehmer von der Wirtschaft wahrgenommen zu werden. Die Gründe dazu, ich nehme an, wir werden darüber durchaus einiges hören, Neues lernen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie wirklich vielfältig sind und auf beiden Seiten der Wirtschaft einerseits, aber eben auch auf Seiten der Absolventinnen und Absolventen zu suchen sind. Denn machen wir uns nichts vor. Es nützt nichts, mit den Fingern auf die Wirtschaft zu zeigen und zu sagen, die nehmen uns nicht wahr. Umgekehrt muss natürlich auch ein Appell an die Wirtschaft gehen, um zu sagen, das sind Köpfe, Kapazitäten, da ist Wissen vorhanden, da sind Fähigkeiten vorhanden, die vielleicht nicht eben dem Ingenieurprofil entsprechen oder dem eines Ökonomen oder eines Arztes, sondern ja, nach dem Profil werden wir wahrscheinlich heute suchen müssen und es auch zu diskutieren hier haben. Von der Wirtschaft hören wir, und es würde mich interessieren, ob das Frau Dr. Wulf-Mathies dann ähnlich sieht oder vielleicht anders formuliert, von der Wirtschaft hören wir, dass die Universitäten im Gegensatz etwa zu den Fachhochschulen viel zu wenig berufsorientiert ausbilden. Es gilt zu bedenken, dass die Universitäten in der Tat eine Reihe von Professionen anbieten. Dazu würde ich die Ärzte zählen, die über eine universitäre Ausbildung zu einem Beruf kommen, aber auch Juristen, die tatsächlich eine sehr berufsorientierte Ausbildung haben, vielleicht auch Theologen, die in den Pfarrerberuf gehen werden, früher mal an der Universität Bonn dezidiert auch die Lehrer. Aber der ganz große Rest, und das sind sehr viele Fächer, auch der Naturwissenschaften, werden nicht direkt auf einen Beruf hin ausgebildet. Politikwissenschaftler, gibt es den Beruf des Politikwissenschaftlers? Gibt es den Beruf des Philosophen als Beruf? Ich glaube nicht. Trotzdem und gerade deshalb möchte ich hier einen ausdrücklichen Appell an Sie, die ich hoffe hier genau mit dieser Idee herkommen, was muss ich eigentlich an eigene Qualifikation entwickeln oder wie muss ich der Wirtschaft gegenüber auftreten, damit ich als interessanter, potenzieller Arbeitnehmer überhaupt registriert werde, eine Chance bekomme. Wenn Sie in die Wirtschaft gehen und wir haben durchaus viele Kontakte in die Wirtschaft hinein, dann werden Sie feststellen, und das finde ich eigentlich ein ermutigendes Zeichen, müssten Sie alle ermutigen,
dass Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler sehr wohl eine Chance haben. Sie finden eine ganze Reihe von Firmen, ob das nun von der Automobilbranche bis in pharmazeutischen Bereichen geht, aber auch in der Verwaltung, in Banken und so weiter, wo gerade Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrem spezifischen Profil, das nicht ein Berufsprofil ist, aber das ein Qualifikationsprofil ist, sie lernen lesen, sie lernen interpretieren, sie lernen vielleicht kritischer zu fragen als ein Großteil der Naturwissenschaftler. Das sind Qualifikationen, die sich sehr gut verkaufen lassen gegenüber der Wirtschaft und auch dort gefragt sind. Nur, man muss lernen, wie man sich selber einbringt. Und nochmal, auch die Wirtschaft muss vielleicht gezielter, offensiver auf die Absolventinnen und Absolventen der Universitäten zugehen. Ich kann Ihnen sagen, dass die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin und die Universität Bonn gemeinsam jedes Jahr einen sogenannten Unternehmerstag durchführen. Das ist quasi eine Messe, weniger direkt für Stellen, aber es ist eine Plattform, um einen Dialog aufzunehmen. Es ist eine Möglichkeit, Praktikumsplätze zu bekommen, wo man in einen Betrieb Einblick bekommen kann, spürt, ist das eine Welt, in der ich mich zurechtfinden kann, und umgekehrt, die Anbieter, die dort auftreten, bekommen ein erstes Gespür, was sind das für Leute. Und ich kann Ihnen sagen, eine ganz bemerkenswerte Zahl von Besucherinnen und Besuchern dieses Unternehmertages kommen in Firmen rein, und viele dieser Firmen bleiben bei den jeweiligen Praktikantinnen und Praktikanten hängen. Ist eine nicht direkte, aber eine indirekte Jobbörse, wenn man so flapsig das bezeichnen darf, die die Fachhochschüler in rauen Mengen wahrnehmen, die Universitätsangehörigen in einer viel zu spärlichen Zahl. Ich wünsche mir sehr, der letzte Tag hat gerade vor zwei Wochen stattgefunden, in einem Jahr ist wieder ein, dass Sie da hingehen, sich das anschauen und diese Gespräche dort suchen. Ich weiß im Grunde genommen, ich habe vorhin Herrn Dr. Wickel gesagt, wie viele Geisteswissenschaftler haben wir an der Universität, Studierende? Also ein lockeres 10.000, so eine kleinere Stadt. Sie sind eine überblickbare Zahl, diese 10.000 Studierenden. Eigentlich müsste ich den Appell jetzt nicht an Sie richten, sondern an diejenigen, die nicht da sind. Weil das ist schon bemerkenswert, dass viele Studierende wahrscheinlich erst im letzten Moment, wenn sie ihre Arbeiten hinter sich haben, wenn alle Examen abgelegt sind, sich fragen, und was jetzt? Ich glaube, wichtig ist, dass man frühzeitig sich diese Gedanken macht. Ich sage jetzt vielleicht zur Entschuldigung, Herr Wickel war vorhin dabei, Herr Dr. Becker, wo ist der? Ja, da vorne war er vorhin auch dabei. Es gibt eine etwas unglückliche Terminkollision, nämlich genau zum jetzigen Zeitpunkt wird die neue UB bzw. die grundsanierte Universitätsbibliothek eingeweiht. Wir waren beide dort, sind rübergehechelt, und ich nehme jetzt mal an, Sie können dann sagen, ob es stimmt, da sind viele Geisteswissenschaftler jetzt drüben, Buchwissenschaftler, die bei ihren Büchern sind. Also, da liegt noch Potenzial drin. Ich möchte das Wort aber nicht weitergeben, ohne Ihnen, Frau Dr. Wolf-Mattis, sehr, sehr herzlich zu danken, dass Sie hierher gekommen sind, aber auch, dass Ihr Betrieb, und das finde ich schon bemerkenswert, im Grunde genommen gerade in dieser Diskussion, in der wir wahrscheinlich heute stecken werden, doch sehr vorbildlich agiert, und ich wünsche mir sehr, dass andere an Ihnen ein Beispiel nehmen und das weitertragen. Also Ihnen ganz herzlichen Dank und der Gesprächsrunde aus Ihrem Unternehmen desgleichen. Ich möchte auch Ihnen sehr herzlich danken, Herr Dr. Wickel. Alumni-Club. Gut, ist gut zu wissen. Also Sie geben den Dank dann um die Ecke weiter. Ich sehe die Leute nur ganz bedingt. Ja. Fast hätte ich jetzt vergessen, ich habe am Anfang gesagt, was macht der promovierte Theologe, der nicht auf die Kanzel geht. Ich habe an eben dieser, vor einem Jahr, an eben dieser erwähnten, an diesem erwähnten Unternehmertag
in St. Augustin einen Stand ansprechen dürfen. Da war ein Unternehmer, der ein Unternehmen aufgebaut hat vor 2 Jahren, das mittlerweile 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, aus der Bildverarbeitungsbranche. Also so, wenn Sie Fotos bei, ich weiß nicht, Aldi oder wo Sie Ihre Fotos abgeben, kann man die abgeben und bekommt dann einige Tage später irgendwo einen Umschlag und da sind Bilder drin. Die Perfektion dieses Verfahrens hat diese junge Firma sich auf die Fahne geschrieben, außerordentlich erfolgreich. Und ich habe ihn dann den Unternehmer dort gefragt, und was haben Sie studiert, Chemiker, wenn Sie sich mit der Foto beschäftigen? Er hat gesagt, nein, ich bin promoviert Theologe. Und hat mit einem unheimlichen Gespür, mit einer auch fantastischen Atmosphäre in seinem Betrieb etwas geschaffen, was mich außerordentlich beeindruckt hat. Und das war für mich ein Beispiel, dass im Grunde genommen mit einem Studium die Welt unheimlich offen ist. Man muss sie einfach sehen, man muss auf sie zugehen. Und dann bin ich absolut überzeugt, werden Sie vielleicht nicht auf Anhieb, aber im vielleicht zweiten, dritten Umgang einen Kontakt finden, der Sie voll befriedigen wird. Und ich glaube, das werden wir heute vielleicht im Gespräch dann noch weiter ausloten können, wie das zu geschehen hat. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend und viele neue Einsichten. Ich danke. Ja, lieber Herr Rektor Wieniger, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Vor allen Dingen aber, liebe Studierende, es freut mich sehr, dass so viele, offensichtlich auch fast mehr, als wir ursprünglich dachten, heute Abend hier sind. Denn das zeigt doch, dass das Interesse groß ist und dass Geisteswissenschaftler eben nicht nur den Kopf in den Büchern haben, sondern sich sehr wohl auch raustrauen. Und das ist genau der Grund, warum es mir heute besonderen Spaß macht, hier zu sein. Denn ich habe auch einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund und habe Germanistik und Geschichte studiert, allerdings in grauer Vorzeit, während Sie noch dabei sind. Und an mir können Sie so ein bisschen auch sehen, dass Interesse und Erfolg in der Wirtschaft und Geisteswissenschaften sich offensichtlich nicht unbedingt ausschließen müssen. Allerdings ist es ganz gut, wenn man das auch schon während der Studienzeit feststellen kann. Bei mir kam es auch erst danach. Aber ich glaube, dass es richtig ist, dass man gerade heute bei dem stärker werdenden Konkurrenzkampf auch rechtzeitig schon mal nach links und rechts gucken sollte und überlegen sollte, was es denn werden kann, wenn man entweder nicht in die Schule will. Vielleicht kommen ja die Möglichkeit der Ausbildung für Lehrer auch wieder nach Bonn, sodass es dann auch irgendwann vielleicht wieder diesen Weg hier gibt. Aber jenseits der Frage eben auch die Möglichkeiten gibt, einfach mal rumzugucken, was kann man denn sonst machen. Und in der Tat ist es so, dass Unternehmen im Übrigen auch weltweit häufiger auf Geisteswissenschaftler zugehen, Interesse haben und auch Perspektiven in der Tat für Geisteswissenschaftler bieten. Sie alle wissen, dass die sogenannten Soft Skills auch in der Wirtschaft immer wichtiger werden. Teamwork, Kooperationsfähigkeit, soziale Kompetenz, aber auch der Umgang mit Sprache in unserer etwas verstümmelten Welt, die nur noch auf SMS oder kurze Botschaften und Mails gerichtet ist, bekommen doch immer mehr Bedeutung und sind inzwischen mindestens so wichtig wie die Beherrschung der perfekten PowerPoint-Präsentation, die man natürlich auch braucht, vor allen Dingen, wenn man in Unternehmen tätig werden will, die sehr intensiv auch aus der Beraterbranche geprägt sind. Außerdem, und ich denke, das nicht erst seit der Diskussion über verantwortungslose Manager, wissen wir auch, dass Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir hier heute auch vor Ihnen stehen. Das Thema Corporate Social Responsibility, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, Umwelt, Klimaschutz, aber auch vielfältige gesellschaftliche Projekte
im Umfeld unserer Arbeitswelt, und ich meine jetzt unserer, also der Deutschen Post WorldNet Arbeitswelt, gehören zu meinem Verantwortungsbereich ebenso wie die weltweiten Politikkontakte. Also man muss sich nicht auf Bonn beschränken, sondern man darf auch in solchen Konzernen, die hier in Bonn ansässig sind, dann weit in die Welt hinausdenken. Für Bonn hat sich die Deutsche Post WorldNet ein Standortkonzept überlegt, in dem wir unsere Initiativen bündeln, die sich speziell auf Bonn und die Region als Standort unserer Konzernzentrale richten. Und als ein Konzern mit weltweit 500.000 Mitarbeitern wissen wir natürlich auch, wie wichtig das Thema Bildung ist, wenn es um den Kampf der Köpfe geht. Und im Augenblick ist sicher das vorherrschende Thema, wie finde ich einen Job? In Zukunft wird eher das vorherrschende Thema umgekehrt sein. Wie finde ich als Unternehmer, als Unternehmen wirklich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Es geht also um gesellschaftliche Verantwortung, wenn Sie so wollen, auch ein Stück Altruismus. Aber es geht auch um Nachwuchssicherung. Und deshalb sollten Sie auch diese Avancen von Unternehmen durchaus selbstbewusst aufnehmen. Es ist nicht so, dass nur die Unternehmen Ihnen was zu geben haben, sondern Sie verfügen über wichtige Rohstoffe in Ihrem Gehirn, die wir als Unternehmen dringend gebrauchen. Und deshalb, glaube ich, ist eben ein solcher Schwerpunkt wie Bildung auch eine Verbindung von Bildung und Musik, die wir mit einigen Projekten, zum Beispiel mit einem inzwischen sehr toll angelaufenen Songwriter-Wettbewerb machen, ein ganz wichtiges Eigeninteresse. Im Bildungsbereich kümmern wir uns um Schulpartnerschaften mit Schulen hier in Bonn, aber auch andere Teile des Unternehmens an anderer Stelle und natürlich um die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Und hier sind wir schon seit einiger Zeit unterwegs. Hier haben wir zum Beispiel begonnen mit einem Projekt, das ich nannte Auswärtsspiel für Akademiker, wo Studentinnen und Studenten zu uns eingeladen wurden und ihnen praktische Fähigkeiten vermittelt wurden, zum Beispiel für den späteren Berufseinstieg, etwa durch Bewerbertrainings, die dann unsere Fachleute aus dem Personalwesen gemacht haben, oder aber auch mit Planspielen, die wirtschaftliche Zusammenhänge am Beispiel der Logistik deutlich gemacht haben. Und das ist auf ein großes Interesse gestoßen. Und da haben wir uns überlegt, was können wir denn noch tun, um Wirtschaft und Wissenschaft ganz konkret mit engem Praxisbezug auch zusammenzubringen und die berufliche Integration zu erleichtern. Und daher dann auch diese neue Initiative, die wir gemeinsam mit der Uni Bonn als Perspektive Wirtschaft entwickelt haben und die sich eben besonders an Geisteswissenschaftler richten soll. Und jetzt kann man ja lange darüber reden, ob die Universität berufsnäher ausbilden sollte oder das nicht tun sollte. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man in der universitären Ausbildung von Zeit zu Zeit eben auch mal dran denkt, dass die Menschen hinterher ihr Brot selbst verdienen können müssen. Das heißt aber nicht, dass das Studium jetzt mit einem engen Tunnelblick gemacht werden sollte. Denn wenn ich alleine in der Zeit, in der ich bei der Deutschen Post arbeite, die massiven Entwicklungen sehe, dann glaube ich, war für mich wichtiger, dass ich gelernt habe, mich auf veränderte Situationen umzustellen, dass ich gelernt habe, mit Sachverhalten vernünftig umzugehen. Dann war das wichtiger, als dass ich jetzt irgendein Detail gelernt hätte, was inzwischen eh lange veraltet gewesen wäre. Das heißt also, ich glaube, und ich gehöre zu denen vielleicht ja auch, weil ich Geisteswissenschaftlerin bin, die eher für den etwas weiteren Blick und weniger für den Tunnelblick sind. Unsere Auftaktveranstaltung heute, und das finde ich eben das Spannende, wollen wir ja vor allem mit Referentinnen und Referenten aus unserem Konzern gestalten,
die alle einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund mitbringen. Und was ich eigentlich noch viel wichtiger finde, ist, dass das eigentlich gar nicht eine Konzerninitiative ist, sondern etwas, was die Kolleginnen und Kollegen aus eigener Erfahrung selbst entwickelt haben, weil sie gesagt haben, Mensch, so einfach ist das ja nicht, wenn man von der Uni kommt. Und wir haben uns unterschiedlich anstrengen müssen, um den Weg in die Wirtschaft zu finden. Und warum sollen wir nicht diese Erfahrungen, die wir auf diesem Weg gemacht haben, auch mitbringen und denjenigen weitergeben, die sich damit vielleicht im Augenblick gerade herumplagen. Deshalb möchte ich also ganz besonders nicht nur den 4 hier anwesenden jungen Kolleginnen und Kollegen danken, sondern all denen, die zu diesem Netzwerk gehören und die bereit sind, ihre Zeit, ihre Freizeit Ihnen zur Verfügung zu stellen, indem sie die zentrale Studienberatung, die natürlich darauf gerichtet ist, wie Sie Ihr Studium möglichst zielgerichtet gestalten und beenden können, ergänzt durch Praxisnähe, dadurch, dass Ihnen die Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass Sie eine regelmäßige Sprechstunde einrichten wollen und dort Ihnen Ihre Erfahrungen mitgeben, damit Sie zum Beispiel Tipps für Praktika oder vielleicht auch für eine gewisse Studienausrichtung mitnehmen können, aber auch damit Sie da Fragen stellen können, die Sie im Einstellungsgespräch sicher dem Personalchef nicht stellen würden, die aber für Sie sehr wichtig sind, um sich gegebenenfalls entscheiden zu können. Und ich glaube deshalb, dass es ganz wichtig ist, dass Sie dies wirklich als eine Veranstaltung sehen, die von jungen Menschen für junge Menschen im Wesentlichen gemacht wird und wo die Distanz möglichst gering sein sollte, weil sie nur dann, glaube ich, auch wirklich erfolgreich sein kann. Und deshalb möchte ich Sie bitten, dieses Angebot wahrzunehmen. Und jetzt möchte ich eben vor allen Dingen auch Wert darauf legen, dass die jungen Kollegen selbst zu Wort kommen. Nochmals Ihnen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Postwelt vielen herzlichen Dank, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Vielen Dank an die zentrale Studienberatung, dass sie sagt, wir sind zwar sehr gut, aber es gibt vielleicht Dinge, bei denen andere uns helfen können. Und vielen Dank auch dem Alumni-Club. Ich wünsche Ihnen, dass diese Veranstaltung erfolgreich wird, dass wir Sie vielleicht auch mal in großem Rahmen, wenn Sie sich über Lebensläufe von Big Shots informieren wollen, stattfinden kann, dass Sie aber eben auch das Gespräch und den Dialog mit den wenigen ermöglicht, damit Sie wirklich auch alles loswerden können, was Sie an Fragen haben. Glück auf, viel Spaß und viel Erfolg.